Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Beziehungsweise spielen wir Blood and Wine eigentlich, ehrlich gesagt. Fiel mir jetzt erst auf, dass ich die letzten zwei Parts Wild Hunt gesagt habe oder so. Ist ja auch egal. Wir stehen jetzt hier in der Burg, wo wir die Schwester von der Königin finden sollen und die Geliebte von Detlef. Und ich muss erstmal kämpfen und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Hammer! Geil, was haben wir denn gemacht? Warte mal, können wir hier nicht mit Q irgendwie unser Zeichen wirken? Mund halten und kämpfen. Mund halten und kämpfen, ja, wäre mein Problem. Oh fuck, ey. Wie können wir uns denn mal schnell heilen? Hier mit den Türen. Gottes Willen, Alter. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen. Das kann ich nicht zulassen. Ja, das können wir in der Tat nicht zulassen. Aber erstmal muss ich hier alle plündern. Eigentlich hätte ich ein bisschen was ausräumen. Mal rein aus Interesse. Kann ich hier eine Stunde meditieren? Okay, und steht das gar nicht zur Verfügung, sehe ich gerade. So, wir haben ja bestimmt so ein Anti-Gift-Ding oder sowas. Färbemittel. Oh, wir haben Färbemittel. Geil. So, Tränke. Erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser. Okay. Verschiedene Angriffe, bla bla. Erschallungsabsud. Trank der Leerung. Fügt alle Fertigkeitenpunkte, mit denen Fertigkeiten entwickelt wurden. Nee, das will ich ja gar nicht. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer. Nein, das will ich auch gar nicht. Finsternis. Was? Gewährt Sicht in völliger Finsternis und Immunität gegenüber Hypnose. Okay. Hebt eigene Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränke vollständig auf. Dankeschön. So. Gut, jetzt können wir Öle anwenden. Zur Anwendung mit dem Schwert, Humanoide und Bestien. Okay. Hybriden, Insektoiden, Mikrophagen, Vampire, Drakoniden. Nehmen wir einfach Hybriden damit drauf, würde ich sagen. Okay. Gut, essen wir nochmal so einen Knödel. Noch ein Knödel, damit unsere Energie auch wieder voll ist. Keine Herzoglichen in Sicht. Sie bewachen sie wohl nicht. Roderick hatte recht. Wir können fliehen. Wir schaffen das. Ein Hengst. Schneller! Lade diese Kisten auf den Wagen! Boah, das sieht voll mega aus, ey. Wenn wir hier so... Ich will die ausrauben. Dann nicht. Beeilung mit den Kisten! Seid vorsichtig, wenn ihr sie fallen lasst! Da ist jemand! Sie haben die hintere Mauer durchbrochen! Kommt! Tötet ihn! Ich knackst du nicht so schnell! Oh, langsam kriege ich hier wieder ein Gefühl für den Kampf. Erstmal müssen wir Roderick töten, das ist ganz wichtig. Nicht, dass der hier noch wegläuft. Nein, ich wollte ihn doch ausrauben, Gnade, den Roderick. Gnade! Ich hab nichts Falsches getan! Nein!
Du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias. Wo sind sie? Ich wusste es. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Wo sind sie? Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sianna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich, alter Dummkopf, ich hätte alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja, ja. Ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Was? Was wird aus mir? Nicht mein Problem. Ich überlasse dich der Herzogswache, wenn du bis dahin nicht verblutet bist. Pfui! Möge dich die Pocken holen! So. Du hast wieder so einen Punkt gekriegt. Erstmal hier gucken. Halt, stopp. Halt, stopp. Hier. Ich möchte gern noch mehr Schaden machen. Warum kann ich das nicht im Kampf? Ich bin doch gar nicht im Kampf. Was ist hier los? Da ist einer! Töte den Scheißmeister! Sag mal, Geralt, wie wär's, wenn du mal deine Waffe ziehst? Du wirst sterben, du kleine Schronte! Der eiserne Bord. Geralt, mach doch mal, danke. Nice. Erstmal Knödel essen. Und alles aufnehmen. Kann man den hier auch? Ja, Mann. Geil, irgendwelche netten Hündchen. Die heilen uns, wenn wir die angreifen. Das ist ja mal geil. Hier ist niemand mehr, oder? Warum kann ich jetzt nicht aufnehmen? Hallo? Ich will looten. Oh, Geralt, du bist echt so ein Lauch, ne? Ganz ehrlich. Wer die meisten Pimmerlicker umlegt, da ist einer. Das Spiel. Wir haben die halbe Burg schon platt gemacht, gefühlt. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Was ist das Geiles? Das ist Deadlauf-Wetten. Ich bin aber froh, dass wir hier sind, ehrlich gesagt. Sie werden bezahlen für alles. Auf geht's. Warum kämpfen wir eigentlich, wenn wir zwei Mega-Vampire dabei haben? Ich
Lasst mir auch was übrig. Hey. Okay, wenn ich da vorne die Armee betrachte, kann ich mir vorstellen, dass die Mega-Vampire dabei sind. Ist das schön! Oh, nice! Oh, ich wünschte, ich wäre in dieser Welt und dass meine DSS und wir laufen durch alle Foren und töten alles, ey. Wäre das super! Oh, das wäre so schön. Ich will das auch. Ich will auch solche Freunde haben. Oh, das ist geil. Laufen ist bei denen überbewertet, ja? Euer Ernst? Hat doch die Wachen besiegt. Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht hat er das jetzt, bisschen gruselig, wie die immer auftauchen. Haben wir eine Wache übersehen? Stirb. Stirb. Ja, aber wo denn? Hier ist niemand. Hier einfach stehen. Es ist so cool. Oh, schön. Ah, jetzt funktioniert's okay. Musst du nur fünfmal wieder herlaufen. Ich habe hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb. Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Rennen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Ich wette, Rena will gar nichts von dem Detlef. Es wird richtig geil. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten, nicht... Rena und die Schwester sind ein und dieselbe, ich sag's euch. Ich habe dich enttäuscht. Irgendwas ist ja falsch. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Mhm. Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Wir sind auf Detlefs Seite. Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß alles. Dass das alles zu deinem Plan gehört. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Sie
Jana und Rena sind ein und dieselbe Person. Ich wusste es. Ich wusste es. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Sianna. Und Sianna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Was für ein Quatsch ist das denn? Sianna wurde als Kind verbannt, aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist. Der Zintrier hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Sianna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Nach Tisha Mutner und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Geil. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Das funktioniert Glaubst bestimmt du, gut. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Pack dich jetzt dein Gewissen? Pack dich jetzt dein Gewissen? Besser spät als nie, oder? Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sianna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Sie kann nicht zum Palast gehen. Sie muss zu diesem Muscha-Tenna, oder wie das heißt. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Er muss sich nur für seine Dummheit verantworten. Ja. Roderick wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht inzwischen fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Sianna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sianna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Doch. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat?
Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sienna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Was man ihm nicht verübeln kann. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sienna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Aber ich will Detlef gar nicht töten. Halt, stopp! Ich will das gar nicht. Ich mag Detlef, nein. Alter, der Typ hat alles für seine Geliebte getan und jetzt sollen wir ihn töten? Meinst du, die gnädige Herzogin hat sie verletzt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja. Selbst ich muss zugeben, dass Detlefs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Komm, wir helfen Detlef einfach und zerstören ganz Beauclair. So schön ist es hier eh nicht. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich bin nie nervös. Mutation, du erinnerst dich? Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Geil. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchsterlauchte Herzogin erwartet die Herren. Höchsterlaucht. Wir müssen den Part hier gleich mal beenden. Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sienna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Sienna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchsterlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sienna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlef? Okay, so. Wir werden uns in der nächsten Folge darum kümmern. Und für mich heißt es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.